Welcome. Herzlich willkommen in Zolder in Belgien. Ein sonniger Tag, aber das Wetter wechselt und das macht die Sache etwas schwierig für die Fahrer. Das fünfte Wochenende der Truck-Europameisterschaft. Und nun hören wir mal, was die Fahrer für Erwartungen haben. Normalerweise sollten wir auf jeder Rennstrecke gewinnen. In der Vergangenheit haben wir auf vielen Rennstrecken gewonnen, aber in der Vergangenheit, da lief das auch besser. Jetzt haben wir einen kleinen Abstand zu schließen zu Norbert und Sascha. Und was ist die Herausforderung, dieses Wochenende zurückzukommen und dann Rennen zu machen? Zolder ist eine schwierige Strecke. Du hast keinen Platz, du hast eine Mauer links, du hast eine Mauer rechts. Und wenn du einen kleinen Fehler machst, dann hast du wirklich ein großes Problem. Du musst sehr sorgsam mit den Bremsen umgehen. Das ist sehr hart für die Bremsen. Du musst sehr sorgsam sein, dass du sie nicht überhitzt. Wenn du sie überhitzt, dann verlierst du das Rennen. Luis ist überwiegend bei Rallyes aktiv, mit einem Mini-Offroad-Rallyes. Er hat den letzten Lauf in Spanien gewonnen und ich hoffe, dass er an diesem Wochenende gut drauf ist. Es ist das erste Mal dieses Jahr, so muss er wieder schauen, mit dem Truck zurechtzukommen, das ist schwierig. Ihr seht, alle Fahrer sind heiß, wir sind heiß und wir schauen nach vorn auf ein aufregendes Rennwochenende mit vier Rennen. Willkommen zurück in Zolder. Es ist Qualifying-Zeit und natürlich ist Norbert Gisch der Favorit. Hören wir mal, was der Chefmechaniker von Norbert Gisch sagt, nachdem sie auf Pole stehen. Ich denke, es war ein sehr aufregendes Qualifying. In der ersten Runde war Jochen schnell, in der zweiten Runde waren wir ein bisschen schneller und wir sind glücklich. Clemens Hecker hat seinen Truck mit einem technischen Problem an der Strecke abstellen müssen. Wir haben im Team gefragt, was passiert ist. Wir wechseln den Motor. Das ist das Problem. Wir bauen einen neuen Motor ein und hoffen, dass wir im ersten Rennen starten können. Das war das Qualifying. Norbert Gisch zum vierten Mal auf der Pole. Und jetzt genießt das Rennen Nummer 1. Auftakt in Zolder mit Norbert Gisch auf der Pole Position und Jochen Hahn in Reihe 1 auf der zweiten Position. Die Startphase schon sehr eng, da geht es in eine Links in Zolder, da muss man sich positionieren. Norbert Gisch kann allerdings die Führung gegen Jochen Hahn verteidigen. Sascha Lenz im Moment an dritter, Antonio Albacete in vierter Position. Aja Kolodzch kommt leicht von der Strecke ab, bringt aber den Truck wieder zurück. Norbert Gisch kann seinen Abstand zu Jochen Hahn im weiteren Verlauf ausbauen und liegt im Moment komfortabel in Führung. Hahn an 2, Lenz an 3, Albacete an der vierten Position. Der Revech MAN hier in Zolder wieder in bester Verfassung, aber auch der sechsfache Europameister Jochen Hahn hat sich wieder nach vorne gearbeitet und ist wieder vorne mit bei der Musik. Fahrzeuge kommen über den Hügel an einen Punkt, der das ganze Wochenende schwierig sein wird in Bezug auf Geschwindigkeitsüberschreitung der 160 Kilometer, die die Trucks fahren dürfen. Das gesamte Feld gut aus der ersten Runde gekommen. René Reinhardt, Sean Brereton im Mittelfeld und dann Theo Calvé im Bagheera Freightliner mit der Startnummer 20, der insgesamt ein tolles Wochenende haben wird. Steffen Faas ebenfalls kurz neben der Strecke mit der Startnummer 24, der Scania, aber er hat das Fahrzeug wieder kontrollieren können.
Jochen Hahn hat dann eine Zeitstrafe wegen Overspeeding bekommen und ist auf die 12. Position zurückgefallen, sodass Norbert Kisch ungefährdet den Sieg davontrug. Zweiter Platz dann für Sascha Lenz und auf der 3. Position Antonio Albacete. Hier kommt der Sieger im Revanche MAN in die Boxengasse. Sascha Lenz auf der 2. Position und Antonio Albacete auf der 3. Der strahlende Sieger im ersten Rennen, Norbert Kisch. Der Start war nicht der beste. Jochen war neben mir, Sascha war hinter mir ganz eng. Und das war in der ersten Kurve ein Problem. Ich wollte keine Fehler machen. Aber ich habe mein Bestes versucht und hat funktioniert. Und dann gab es natürlich auch nach diesem Rennen die übliche Champagnerdusche von Norbert Kisch, Sascha Lenz und Antonio Albacete. Was für ein aufregendes erstes Rennen mit einem dominierenden Norbert Kisch, aber auch mit einer guten Vorstellung von Steffi Halm. Sie ist als 11. gestartet und auf dem 8. Platz geendet. Und jetzt, weil wir Reverse Grid haben, ist sie auf der Pole Position. Ich denke, alles kann passieren. Mein Plan ist, einen guten Start zu haben, vorne zu bleiben, ein bisschen Abstand zu schaffen zwischen die Konkurrenz, nicht zu viel kämpfen zu müssen, das ist der Plan. Aber ich bin happy über den 8. Platz im ersten Rennen und kämpfe hier um ein Podest. Yes, now I will fight for the podium. Kurz vor dem Start des 2. Rennens ging ein heftiger Regenschauer über Solda nieder. Das waren widrige Witterungsbedingungen und deswegen wurde das Rennen auch unter gelber Flagge gestartet. Die ersten beiden Runden waren Überholverbot. Steffi Halm hat dann, als die Strecke freigegeben wurde, ihre Position ausbauen können und hat sich zunächst am besten mit diesen Witterungsbedingungen angefreundet. Aber der Bagheera Freightliner von Adam Latzko, der ist auf dem Weg nach vorne. Von 5. Position gestartet, macht sich Latzko auf den Weg, die vor ihm liegenden Plätze anzugreifen. Erstes Opfer ist René Reinhardt mit der Startnummer 77. Da muss er ein bisschen kämpfen, kann sich aber in der Schikane durchsetzen und einen Platz gut machen. Sascha Lenz mit Jamie Anderson und mit Norbert Kisch im Fight. Und Anderson und Kisch sollten noch mächtig aneinander geraten, denn Norbert Kisch musste ja von der 8. Position als Sieger starten. Hier die packenden Überholmanöver zwischen Sascha Lenz, Norbert Kisch und Jamie Anderson. Kisch jetzt neben Sascha Lenz, der aber die Position verteidigen kann, währenddessen Aya Kolodz ihr Fahrzeug aus dem Gras wieder auf die regennasse Strecke bringt. Steffi Halm weiter in Führung. René Reinhardt dahinter und dann kommt Adam Latzko wieder ins Spiel. Antonio Albacete hier vorbei an Theo Calvé, kann ebenfalls einen Platz gut machen, macht Platz um Platz gut. Letztendlich wird es die 7. Position. René Reinhardt kann nicht kontern, verliert ein wenig sein Fahrzeug, passieren tut nichts und Albacete kommt dann auch von der Bahn ab und verliert wiederum Plätze. Nichts Besonderes bei diesen Witterungsbedingungen, denn es ist nicht so einfach. Adam Latzko von 5 auf 1, er ist der Sieger des 2. Rennens, gefolgt von Steffi Halm mit dem 1. Podium des Wochenendes. Und hier ist er, der Bagheera Freightliner und der strahlende Sieger Adam Latzko. Als es angefangen hat zu regnen, da war ich glücklich. Wir haben ein paar Änderungen am Setup vorgenommen
Und ich habe es genossen. Warum bist du so stark, wenn es regnet? Ja, ich bin deswegen so stark, weil ich kenne das von den Go-Karts. Mit 6 Jahren, da war immer schlechtes Wetter. Und ja, hier ist es genauso. Passt. Das zweite Rennen nochmal in der Übersicht. Adam Latzko mit einem 4,5 Sekunden Vorsprung. Sieger Stefanie Halm auf der zweiten. Theo Calvé, der junge Franzose, auf dritter Position. Die weiteren Plätze: André Gosim, René Reinhardt, Sascha Lenz auf der 6. Antonio Albacete auf der 7. Norbert Kirch, der Spitzenreiter, in der Wertung auf 8. Shane Brereton und Jamie Anderson auf 9 und 10. Jochen Hahn belegt einen 11. Platz, Steffen Faas auf der 12, Alia Kolodzj im Bagheera Freightliner auf der 13, Luis Requenco und Luke Garrett leider nicht im Ziel. Und hier nochmal Champagnerdusche für die Sieger. Und wir schauen mal, was die anderen Rennen machen. Das war Rennen 2 und bevor wir auf die Sonntags-Action schauen, sind wir zu Gast bei Alia Kolodzj und haben mit ihr über ihre Zukunftspläne gesprochen. Schön, bei dir zu sein. Was sind deine Ziele im Rennen? Ich möchte die Beste sein, überall dort, wo ich fahre. Ich möchte die Beste sein und konkurrenzfähig sein in Dakar. Bei den GTs, da möchte ich gewinnen und das sind meine vordersten Ziele. You just mentioned it, Dakar, this Dakar, is your, your das dream. Ist dein Traum. Yes, da schaue ich nach vorne. Wir trainieren eine ganze Menge in diesem Jahr dafür, wir bereiten uns vor. Und nach der Tagsaison werde ich ein paar Rennen fahren und ich schaue nach vorne, um im nächsten Jahr Dakar fahren zu können. Ich wollte es dieses Jahr schon machen, aber da war ich zu jung. Man muss 18 sein, um dort konkurrenzfähig und startberechtigt zu sein. Mit einem Freightliner zu fahren, ist das so eine Art, sich vorzubereiten für Dakar? Ja, alle Fahrten, alle Trainings, die ich mache, helfen mir. Bin mir nicht sicher manchmal wie, aber trotzdem alle Chancen, die ich nutzen kann, die nutze ich. Dankeschön. Guten Morgen hier aus Zolder. Was für ein aufregender erster Renntag mit einem dominierenden Norbert Kirch und Adam Latzko als Regenkönig, der von der 5. auf die 1. Position vorgefahren ist. Im zweiten Rennen gab es einen Unfall zwischen Norbert Kirch und Jamie Anderson. Und da gibt es eine Menge Gesprächsstoff und wir schauen uns jetzt mal die Bilder an. Let's see the pictures. Aus dem Auto von Norbert Kirch sehen wir nochmal seinen Kampf mit Jamie Anderson. Zunächst hat Sascha Lenz die bessere Linie. Kirch geht an Anderson vorbei, kann aber dann, wenn er neben Sascha Lenz ist, nicht die Führung übernehmen. Und jetzt hören wir mal, was die beiden Fahrer zu dem Vorfall sagen. Also, ich denke, es ist nicht nur fair und es ist ein bisschen viel des Teamplays. Das ist alles. Am Ende kannst du ausschließen, dass du Freund von Jamie Anderson bist. Na, im Moment ist das nicht, aber vielleicht später wieder. Maybe later. Meine Gedanken dazu sind, wenn du dem Kind das Spielzeug wegnimmst, dann hast du ein Problem. Norbert ist ein eigener Mensch, der ist aggressiv auf der Strecke und das funktioniert nicht. Was er gibt, das holt er sich auch zurück. Und wenn du Norbert im Rückspiegel hast, dann fahre ich nicht auf die Seite und lass ihn vorbei. Wenn er so ein guter Fahrer wäre, würde er vorbeifahren. Und nun stehen wir vor dem dritten Rennen und wir werden schauen, ob die Fahrer cool bleiben. Time.
Im dritten Rennen Jochen Hahn auf der Pole Position. Norbert Kich wurde ganz ans Ende des Feldes versetzt, weil er und sein Team gegen die Parc-Fermé-Bestimmungen verstoßen haben. Und das war natürlich das Salz in der Suppe, dass Norbert Kich jetzt vom letzten Platz nach vorne kommt. In der ersten Kurve, Jochen Hahn kann die Führung gegen Adam Latzko behaupten, der als Zweiter in diese erste Runde geht. Das Feld eng zusammen, aber alles wunderbar funktioniert. Jochen Hahn kann sich ein wenig absetzen. Albacete auf der dritten Position. Adam Latzko hält Position 2. Und Norbert Kich bei der Jagd durchs Feld. Hinter Sascha Lenz in der Onboard-Kamera sehen wir die Bemühungen, am Deutschen vorbeizukommen. Dann hat er Steffen Faas bereits überholt und setzt sich immer weiter nach vorne. Jetzt ist es Shane Brereton, der vor ihm liegt. Auch den möchte er gerne noch überholen und das wird ihm auch gelingen in der Einfahrt zur Jackie X-Schikane. Theo Calvé in Front. Norbert Kich von ganz hinten wie das heiße Messer durch die Butter unterwegs zu einem letztendlich vierten Rang, wenn auch manchmal er etwas übertreibt und die Schikane ganz leicht abkürzen musste, hatte jedoch keinen Vorteil. Heiße Kämpfe, Norbert Kich, Theo Calvé setzt sich vor den jungen Franzosen und macht wieder eine Position gut. Auch Stefanie Halm muss einmal durchs Kiesbett, das kann Norbert Kich aber nicht nutzen. Aber auch Steffi Halm kann dem Angriffswillen von Norbert Kich nicht standhalten. Kich schnappt sich einen um den anderen Konkurrenten und setzt sich immer weiter nach vorne, um nicht zu viele Punkte zu verlieren. Jochen Hahn gewinnt sein erstes Rennen. Adam Latzko ist auf der zweiten Position und Antonio Albacete holt ein Podium für T-Sport Bernau. Hier nochmal das Gewinnerfahrzeug der Iveco S-Way aus dem Hause Hahn. Und natürlich bedankt sich Jochen Hahn auch ganz, ganz herzlich bei der Familie und beim Team und freut sich über diesen Sieg. Wir haben hart gearbeitet, um wieder zurück aufs Podium zu kommen. Jetzt sind wir auf dem Podium und wir haben ein bisschen Glück gehabt. Norbert ist schneller und wir hatten ein bisschen unglückliches Zeittraining. Ich genieße es, aber normalerweise wären wir auf dem zweiten Platz gewesen. Aber jetzt sind wir Erster. It's time for champagne für Jochen Hahn, Adam Latzko und Antonio Albacete. Und der amtierende Europameister gewinnt sein erstes Saisonrennen mit 3 Sekunden Vorsprung vor Adam Latzko. Antonio Albacete komplettiert das Podium. Norbert Kich nach toller Aufholjagd auf der 4, André Cosim, Stefanie Halm, Theo Calvé auf 5-7. Und die weitere Reihung seht ihr. Und es bleibt uns dann noch ein Rennen. So, das war das Ende von Rennen 3 mit dem ersten Sieg von Jochen Hahn. Und jetzt schauen wir nach vorne zum vierten Rennen. Wegen der umgedrehten Startreihenfolge steht Shane Brereton auf der Pole Position. Hören wir mal, was er zu sagen hat. Theo Calvé und ich hatten das ganze Wochenende heiße Kämpfe und das wird in diesem Rennen nicht anders sein. Nun stehen wir vor dem vierten Rennen. Kann Shane Brereton seine Pole verteidigen oder wird Norbert Kiss ihn überholen? So, wir wollen schauen und auf geht's. Der Reverse Grid hat immer seine eigene Würze. Shane Brereton und Theo Calvé im Kampf um die führende Position an der ersten Links. Shane Brereton entscheidet das Duell zunächst für sich. Theo Calvé reiht sich an zweite Position ein. Fahrzeuge auch in diesem Rennen wieder sehr gut weggekommen. René Reinhardt leider mit einem Blattfuß im Kies, muss das Rennen aufgeben schon in dieser Anfangsphase. Und
kann das Wochenende abhaken. Feld ist unterwegs, Shane Brereton verteidigt die Führung. Norbert Kisch wieder auf dem Weg nach vorne, geht an Theo Calvé vorbei und setzt sich an die zweite Position. Und auf den nächsten 200 Metern setzt er sich neben Shane Brereton, hat vor der Schikane die bessere Linie und übernimmt die Führung in diesem vierten Rennen. Calvé versucht, an Brereton vorbeizukommen. Das gelingt ihm nicht. Brereton kann sich durchsetzen. Calvé kontert und übernimmt Platz 3. Teamkamerad Adam Latzko fährt vorbei an Theo Calvé und setzt sich dann auf die zweite Position. Zwei Bagheera-Freightliner unter den ersten drei. Shane Brereton auf der vierten Position. Und hier fährt René Reinhardt das havarierte Fahrzeug ins Fahrerlager. Norbert Kisch in Führung. Komfortabel in Führung. Adam Latzko auf 2, Theo Calvé auf 3. Brereton verteidigt sich das ganze Rennen gegen wilde Angriffe von Sascha Lenz. Lenz hat alles versucht, er kommt aber an dem Briten nicht vorbei. Hier wieder ein Versuch auf der Start- und Zielgerade. Aber Brereton kann auch diesen Angriff abwehren. Sascha Lenz bleibt weiter auf der fünften Position. Jochen Hahn setzt sich neben Sascha Lenz, versucht an ihm vorbeizukommen, aber Lenz kann das kontern. Wieder als erster durchs Ziel Norbert Kisch, Adam Latzko und Theo Calvé. Das die Reihenfolge auf dem Podium. Der Revesch MAN wieder erfolgreich. Shane Brereton bleibt bis zum Schluss vor Sascha Lenz auf der 4 und Jochen Hahn reiht sich hinter Lenz auf der 6. Position ein. Natürlich große Freude bei Norbert Kisch in seinem MAN. Das zeigt er auch den Zuschauerinnen und Zuschauern. Er hat zwei Rennen an diesem Wochenende für sich entscheiden können. Hier stehen sie, der MAN und die beiden Bagheera Freightliner von den siegreichen Fahrern. Norbert Kisch bedankt sich beim Team, verlässt mit einem Sieg Zolder und weiß die Arbeit des Teams durchaus zu schätzen. In der ersten Schikane habe ich in der Bremszone Theo Calvé überholen können. Ich habe Shane gesehen, dass er einen Fehler in der Schikane gemacht hat. Er war eigentlich klar in Front, aber er hat einen Fehler gemacht. Ich habe das gesehen und hatte einen guten Ausgang aus der Schikane und konnte ihn überholen. Und dann bin ich auf die rechte Seite gegangen und das ist eine gute Position in der Schikane und dann habe ich ihn überholt. Das ist unglaublich. Vier Siege im Goodyear Cup, zwei Podiums, zwei dritte Plätze in der Gesamtwertung. Ich denke, wir können nicht unzufrieden sein. Ehrlich gesagt, wir sind unglaublich glücklich und haben eine gute Performance hier abgeliefert. Zweiter Sieg für Norbert Kisch an diesem Wochenende. Er hat wieder gezeigt, dass die Europameisterschaft über ihn geht. 2,8 Sekunden lagen zwischen ihm und Adam Latzko im Freightliner von Bagheera auf der zweiten Position. Theo Calvé rundet das tolle Ergebnis für Bagheera auf dem dritten Platz ab. Auf der 4 Shane Brereton, Sascha Lenz und Jochen Hahn auf den Plätzen 5 und 6. Stefanie Halm im Schwabentrack. Iveco wird siebte. André Kosim auf der 8. Antonio Albacete auf 9. Und Steffen Faas im Scania auf der 10. Position. Auf den Plätzen 11 bis 14 haben wir Jamie Anderson, Heinrich Clemens Hecker nach technischen Problemen am Wochenende im Ziel, Alja Kolodz auf der 13 und Luis Requenco auf der 14. Und Theo Calvé genießt natürlich auch die Champagnerdusche. Nach den vier Rennen hier in Zolder ergibt sich folgender Punktestand in der Europameisterschaft. Norbert Kisch führt mit 127 Punkten vor Adam Latzko 113 und Sascha Lenz 109 Punkten. Auf der 4 Antonio Albacete, Jochen Hahn bleibt auf 5. Theo Calvé hat sich auf die 6. Position vorgearbeitet. Stefanie Halm auf 7, André Kosim auf der 8, Shane Brereton und Anthony Janjek auf den Plätzen 9 und 10. Wow!
Was für ein außergewöhnliches Wochenende hier in Zolder in Belgien mit einem dominierenden Norbert Kiss und einem jungen Talent, Theo Calvé. Ich habe ein schönes Zubehörteil gefunden. Ich glaube, das nehme ich mit heim. Dann habe ich gute Gedanken und Erinnerungen an Belgien. Bye, bye.